Hallo und herzlich willkommen zu unserem Journey Stems Zoom-Event heute Abend. Und zwar spricht Julia über den pazifischen Nordwesten. Sie war 3 Wochen unterwegs in den USA, Seattle und dann Kanada mit Vancouver Island. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was sie uns erzählt. Denn das letzte Mal hat sie uns nach Schweden mitgenommen, damals noch bei einem Offline-Event, vor langer, langer Zeit gefühlt. Und unter anderem hat sie da erzählt, dass es auch Weinanbau in Schweden gibt. Und deshalb bin ich gespannt, was für Facts ich heute noch so erfahren werde eventuell. Hier in Leipzig regnet es jetzt gerade ganz dolle und ich finde es eine super gemütliche Stimmung, um Reisegeschichten mir anzuhören. Und genau, schauen wir gleich, dass wir einmal loslegen können. Okay, aber dann steigen wir jetzt direkt ein. Heute geht es um den pazifischen Nordwesten und in der Ankündigung hast du ja schon auch geschrieben, wo liegt der eigentlich? Links habe ich euch einfach mal die gesamten einmal gescreenshottet und jetzt müsst ihr den Blick auf der USA-Karte ganz links in die linke Ecke nach oben richten, dort wo Seattle und Vancouver stehen. Und wenn ihr jetzt rechts auf die Karte schaut, ist das quasi der Lupenausschnitt, da bin ich nochmal näher rangegangen und da seht ihr, dass halt alles, was im Nordwesten der USA und im Südwesten von Kanada liegen, mit dem pazifischen Nordwesten bezeichnet werden. Ein riesiges Gebiet, was eben am Pazifik liegt. Die meisten kennen diesen Begriff tatsächlich nicht, aber das ist die Region, die damit umfasst wird. Genau, also unser Start- und Endpunkt der Reise war Seattle. Wir sind insgesamt genau 3 Wochen gereist. Bei Seattle ist es so, dass ich vorher nicht wusste, dass Seattle eine komplett fantastische Lage hat. Also Seattle liegt am sogenannten Puget Sound. Puget Sound ist immer eine größere Bucht in Amerika. Dahinter, die Berge, die ihr seht, ist der Olympic National Park und die Berge davon. Seattle selber liegt auf einer langgezogenen Insel. Und rechts davon wiederum, also auf der anderen Seite dieses Sounds, liegt nochmal ein riesiger See, der Lake Washington. Sprich, Seattle ist im Prinzip von Wasser umgeben und hat auch in der Stadt selbst nochmal einen großen See. Ich habe mir tatsächlich Seattle immer anders vorgestellt. Ich wusste nicht, dass Seattle so viel Wasser in der Umgebung hat. Und das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Dieses Bild hier ist von der Space Needle aus entstanden. Die Space Needle rechts, die kennt man vielleicht so ein bisschen schon von Panoramen von Seattle. Die wurde mal aus Anlass einer Weltausstellung in den 70ern in Seattle gebaut. Und links auf dem Bild seht ihr auch, dass Seattle eine Stadt am Wasser ist mit einem riesigen Hafen. Wie lebt es sich sonst in Seattle? Gut, kann ich es natürlich nicht beurteilen, weil wir sind dort gereist. Ich habe nie dort länger gelebt. Was ich beobachtet habe und war mittlerweile schon viele, viele Male in den USA und Kanada, ist, dass Seattle nicht ganz so alternativ wie Portland ist. Durchaus aber viele alternative Ansätze hat, zum Beispiel den Pike Place Market mit vielen Organic Food Stands. Stadtviertel, die alternativ daherkommen. Es hat aber auch vielleicht ein Stück von, ein Touch von New York, nur eben an der Westküste und nicht an der Ostküste. Und was mir vor allen Dingen ganz, ganz krass in Erinnerung geblieben ist und woran ich mich ganz, ganz stark erinnere, ist, das sind die kulturellen Highlights in Seattle. Seattle setzt unheimlich stark auf Kultur. Beispielsweise gibt es einen Glasbläser, also einen Menschen, der quasi aus der Kunst des Glasblasens ganze riesige Gebilde macht, der Dave Cihuly. Und dem ist ein Museum gewidmet, das Dave Cihuly Museum direkt unterhalb der Space Needle ist das zu sehen. Da gehst du durch diverse Räume, die alle unterschiedliche Namen haben. Das hier sind zum Beispiel die Boat Series. Da hat er sich orientiert an Reisen nach Finnland.
und hat in diese Boote, in diese Kanus quasi so riesige Glaskugeln reingelegt. Es gibt auch einen Raum, der heißt Mille Fiori, also 1000 Blumen, und da hat er quasi aus Glas riesige Blumenkelche geschaffen. Und das zusammen mit Fenstern, durch die man die Space Needle sieht, ist halt total, ja, unvergleichlich. Aber also habe ich nirgendwo so auf der Welt gesehen und ja, total interessant einfach. Seine Werke sind tatsächlich auch viel exportiert worden in Museen, zum Beispiel in London. Da kann man auch diese Chandeliers, also links, diese Kronleuchter von Dave Chihuly besuchen. Ich weiß nicht genau, wer es von euch weiß oder präsent hat, dass natürlich Seattle auch ganz, ganz stark mit Kurt Cobain und Nirvana verbunden wird oder eben auch mit dem Grunge. Seattle ist eben, also Seattle und die Umgebung ist halt die Geburtsstätte des Grunge. Einige Bands, wie zum Beispiel auch die Smashing Pumpkins und Pearl Jam, die einzige der großen Seattle-Bands, die heute eben noch ja, praktisch da ist und auch dieses Jahr auf Tour gehen wollte in Europa, die kommen halt alle in Seattle und aus Seattle. Und es gab damals ein Pop-Label oder ein Musiklabel, Sub Pop Records, das diese Grunge-Bands quasi entdeckt hat und groß gemacht hat. Und noch heute kann man am Airport von Seattle in so einen Sub Pop Plattenladen gehen. Damals war im Museum of Pop Culture auch ganz nah an der Space Needle zu finden, auch eine große Nirvana-Ausstellung. Wir haben diverse klasse Ausstellungsstücke gesehen. Das hier zum Beispiel ist ein Cover einer Pressemappe, die Nirvana mal herausgegeben hat. Und da steht drauf, it may be the devil and it may be the Lord, but it sure as hell ain't human Nirvana. Kurt Cobain selbst hat eigentlich nicht sonderlich lange in Seattle gelebt, das wissen viele nicht. Er kommt tatsächlich ungefähr 160 Meilen entfernt aus Aberdeen und hat in diversen Orten dort in dem Bereich gelebt. In Seattle selbst mit Courtney Love aber nur 2 Jahre, und zwar rechts in diesem Haus, das von sehr, sehr hohen Hecken umgeben ist. Trotzdem haben wir versucht, das ein wenig zu fotografieren. Es gibt in der Nähe auch eine Bank, wo sich eben die Fans verewigt haben. Bis vor kurzem hatte das Haus von Kurt Cobain auch noch eine eigene Facebook-Seite. Es ist aber vor kurzem auch mal wieder an einen neuen Besitzer verkauft worden. So, außerhalb von Seattle, und dafür steht auch der gesamte pazifische Nordwesten, beginnt schon die großartige und klasse Natur. Also nachdem wir uns Seattle angeschaut haben, sind wir direkt 80 Meilen gefahren zur sogenannten Kaskadenkette. Die Kaskaden sind halt quasi mehrere erloschene Vulkane. Man kann sie sich tatsächlich vorstellen wie Perlen aufgereiht auf einer Kette. Das hier ist der Mount Rainier mit dem umgebenden Mount Rainier National Park. Ja, einfach wirklich wunderschöne Natur direkt vor den Toren Seattles. Und sehr häufig kann man diesen Berg auch von Seattle aus sehen und natürlich ganz tolle Fotos dann machen, wo du halt quasi Stadtpanorama im Vordergrund und Berg im Hintergrund hast, was natürlich besonders morgens oder abends ganz toll rüberkommt. Der Mount Rainier hat diverse Wandergebiete, die so tolle Namen haben, wie zum Beispiel Sunrise oder Paradise. Wir haben eins davon besucht und sind auf einem sogenannten Wildflower Trail gegangen, also einem Wildblumenpfad. Ich wollte hier ein bisschen verweilen, weil ich musste daran denken, dass es ja vor 2, 3 Wochen eine Influencerin gab, die eben in Berchtesgaden eins dieser freaky Fotos machen wollte und dann jemand einen riesen Shitstorm bekommen hat, weil sie sich ausgerechnet an einem Wasserfall hat Drohnen fotografieren lassen, wo das A nicht erlaubt ist und wo es B auch gefährlich ist. Leute also schon an diesem Wasserfall abgestürzt sind. Ich habe über diesen Vorfall tatsächlich viel nachgedacht, weil ich auch einen eigenen Blog habe und natürlich möchte man tolle Fotos haben. Andererseits hat man eben halt auch eine Verantwortung, mit steigender Reichweite und vor allen Dingen auch ganz klar eine Verantwortung gegenüber der Natur.
Ich habe vor, darüber noch einen Artikel zu schreiben, denn in Amerika ist es tatsächlich meiner Meinung nach ein wenig anders als bei uns. Und die sind in dem Fall tatsächlich, wenn hoffentlich sie auch weiterhin die Gelder dafür bekommen vom System, da ein Stück weiter, was Naturschutz angeht. Einmal ist es so, dass im Prinzip jedes schützenswerte Gebiet direkt auch sozusagen als solches benannt wird, also als National Park oder als Historic Site oder als Preserve. Es wird sozusagen direkt schon mal mit einem Namen geachtet. Und wie auch hier im Montagnier National Park gibt es eben die Ranger, also halt die Aufpasser, die quasi den Touristen ein Stück weit helfen zu erkennen, wie man sich halt verhält und wie man diesen Ort entdeckt, aber trotzdem die Natur schützt. Und gerade deswegen habe ich oben dieses Bild mitgebracht, Preserve Fragile Meadows, also schütze die fragilen Wildblumen. Gerade in dem Bereich ist es natürlich super einfach, etwas zu zertrampeln. Und oft ist es so, dass man halt, bevor man auf Wanderung geht, ein Informationscenter besucht, sich tatsächlich Tipps abholt, Karten abholt, genau ausgewiesen bekommt, wo man halt gehen darf, gehen sollte. Es gibt auch Schulungen, es gibt auch geführte Touren, aber alles überhaupt nicht langweilig, sondern halt, die kümmern sich halt richtig gut um dieses Thema. Und ich finde, man geht mit einer anderen Haltung dann in diese Gebiete rein. Der Mont Rainier ist hier nochmal von der anderen Seite aus zu sehen. Und rechts kommt schon ein neues Thema ins Bild. Das ist der Mount St. Helens. Der Mount St. Helens ist in diesem Jahr genau vor 40 Jahren ausgebrochen. Und zwar, also es ist ein Vulkan, ein erloschener Vulkan. Und vor 40 Jahren ist er aber ausgebrochen mit einer wirklich desaströsen und riesigen Explosion. Manche von euch haben es sicherlich auch schon gehört, die Folge davon. Sieht man hier auf diesen Bildern. Also abgestorbener Wald, toter Wald, trockene Äste. Die Explosion war massivst heftig. Ich bin leider ein Mensch, ich kann mir Zahlen nicht so gut merken, aber ich habe mir eine Zahl gemerkt, und zwar, dass im doch recht weit weg entfernten Columbia River die Sedimente um sie, also das Flussbett um 7 Meter angestiegen ist, aufgrund der ganzen Staubmasse und Materialmasse, die da in die Luft geblasen wurde vor 40 Jahren vom Mount St. Helens. Was aber mich berührt hat, war, dass es da auch wieder Informationstafeln gab, wo drauf stand, dass schon wenige Tage nach dieser massiven Explosion die Natur sich dieses Gebiet wieder zurückerobert hat. Man sieht das an diesem schönen Bild, wo direkt nach wenigen Tagen wieder eine Blume wächst, die auf den Exkrementen von Tieren, die über diese Geröllwüste gezogen sind, wieder neues Leben fassen konnte und sozusagen wieder neu wurzeln konnte. Das hier ist der Columbia River. Dieses Ziel haben tatsächlich viele Reisende im Bereich des pazifischen Nordwesten gar nicht so auf dem Schirm. Ich schätze mal, das Wort Columbia kennen die meisten tatsächlich aus der Filmfirma. Also viele Kinofilme sind halt von Columbia produziert, unter anderem eben auch Twilight. Auf den Film komme ich ja noch. Mich hat der Columbia River tatsächlich total umgehauen. Es ist einfach, weil er so groß und breit ist und weil es im Grunde genommen anders ist, als man sich einen Fluss hier vorstellt. Es ist eigentlich eher eine Schlucht, ne? Durch die eben halt ein Fluss fließt. Hier sind wir abends angekommen und das ist halt das Bild am Tag. Da sind wir auf einem Vista Point, also auf einem Viewpoint, und man sieht hinten in diese riesige, krasse, große Schlucht rein. Es ist ein bisschen diesig, aber es ho kommt hoffentlich ganz gut rüber. Was richtig cool ist an diesem Ort, am Columbia River, ist der sogenannte Waterfall Loop. Man kann mit dem Auto kreisartig diverse Wasserfälle anfahren, und manche davon sind halt vom Parkplatz aus sehr schnell zu erreichen. Und manche muss man tatsächlich in mehreren Stunden erwandern, was auch nicht ganz ungefährlich ist.
Und diese Wasserfälle sind halt wunderschön, wie Wasserfälle eben nun mal sind, sehr divers. Manche sind sehr hoch, manche etwas niedriger, dadurch etwas kräftiger. Und das macht halt unheimlich Spaß, da einen Tag zu verbringen und diese ja, Wasserfälle abzufahren und auch die unterschiedlichen Wasserfälle kennenzulernen. Rechts sitzt der Nils, mit dessen Rechner ich jetzt eingeloggt bin. Und man sieht da auch sehr schön dran, ja, was es halt für tolle Natur da ist und dass man da wirklich, ja, also wenn man Naturfreak ist, da eben ganz genau richtig aufgehoben ist an diesen Orten im pazifischen Nordwesten. Hier kommen wir jetzt aber in die Stadt rein. Von dem Hotel am Columbia River, wo wir waren, war es dann nicht mehr ganz so weit bis nach Portland. Bedauerlicherweise hatten wir leider nur keine Übernachtung in Portland gebucht. Ihr kennt das vielleicht, gerade bei Fernreisen und bei dreiwöchigen Fernreisen muss man irgendwo tatsächlich einfach Zeit einsparen. Das war bei uns ausgerechnet Portland. Ein bisschen haben wir trotzdem gesehen. Einmal ist das hier schon eins der Stadtpanoramen. Man sieht da den Mount Hood. Und wir waren an dem Tag, das war ein Samstag, waren wir auf dem sogenannten Saturday Market. Der Saturday Market ist halt ein Kunsthandwerkermarkt und der verbreitet direkt den Spirit von Portland. Portland ist unheimlich alternativ, organic, Geschäfte, Geschäftsmodelle, Craft Beer, ja, einfach Dinge selber anbauen, selbst herstellen, das ist quasi so der Spirit von Portland. Unheimlich offene Stadt, unheimlich freundliche Stadt. Also meiner Meinung nach direkt noch ein Stück weltoffener als andere amerikanische Städte. Ich würde es hierzulande vielleicht am ehesten tatsächlich mit Linden vergleichen, was so diesen alternativen Flair angeht. Ist natürlich aber größer und weltstädtischer. Portland hat außerdem einen wunderschönen japanischen Garten, den haben wir uns an dem Tag dann als neben dem Saturday Market angeguckt. Es ist einer der schönsten japanischen Gärten außerhalb Japans. Ja, tolle Pools, tolle Fotos machen können. Das war wirklich ein Tag, der halt so zum Slowing Down beigetragen hat. Und ja, es war einfach ein sehr, sehr schöner Tag. Genau, von Portland aus fährt man dann ein bisschen an die Küste von Oregon. Die Küste von Oregon ist mittlerweile schon, also wird immer beliebter, steigt wirklich ganz stark in der Beliebtheit. Viele haben schon davon gehört. Manche streiten sich, ob die Küste von Oregon eigentlich schöner ist oder die von Kalifornien. Ich tatsächlich würde sagen, Oregon ist schöner. Diese großen Felsen, die ihr da seht, die sind halt typisch. Manchmal gibt es riesige, einzelne, alleinstehende Felsen. Manchmal gibt es mehrere, kleinere. Es sind halt bizarre Formationen und immer etwas entfernt vom Strand. Einfach super schön, gerade natürlich abends. Es gibt einen Strand, der heißt Cannon Beach. Mit Cannon sind halt quasi Kanonenkugeln gemeint. Womit die Amerikaner halt diese Felsen bezeichnen. Ja, und die sind halt unheimlich schön für den Sonnenuntergang. Ganz typisch am pazifischen Nordwesten ist eben der Pazifiknebel. Das ist wirklich ein ständiger Begleiter. Der ist auch für ein Phänomen bekannt, auf das ich gleich noch komme. Man weiß aber nicht so richtig, soll man sich jetzt über den Pazifiknebel freuen oder nicht. Fotografisch freut man sich tatsächlich total darüber, weil er halt ja so mystische Szenerien schafft. Er kann aber auch wirklich auch für Abkühlung sorgen. Das heißt, wenn man sich ein Stück weit eben auf den Strand gefreut hat, ja, dann kann es passieren, dass man sich einen warmen Pullover anziehen muss und eine Mütze aufsetzen muss, selbst im August, weil es halt echt durch diesen Pazifiknebel und den Winter zu ganz schön kalt werden kann in der Gegend. Also, Phänomen, für den der Pazifik sorgt oder der Pazifiknebel sorgt, für die ja, gigantischen, tollen und wirklich besten Orte auf der Welt, die Redwoods. Die Redwoods kennt ja jeder halt, riesige Bäume, riesig hoch, riesig breit, mit nichts zu vergleichen,
was man sonst an Wald kennt. Man denkt tatsächlich, man ist in so einem Urzeitenwald unterwegs in der Zeit der Entstehung der Erde. Was man zu Redwoods sagen muss, die nehmen ihr Wasser eher über die Kiefernadeln auf, also über die Nadeln auf. Die haben nicht besonders tiefe Wurzeln. Die wurzeln nicht so tief in die Erde, wie zum Beispiel Trauerweiden das machen, sondern die ziehen eben ihr Wasser aus dem Nebel. Sind recht anfällig für Feuer, aber die neuen Redwoods, das sieht man rechts unten ganz schön aus dem Bild, die wachsen dann wieder aus den alten, vom Feuer angegriffenen Redwoods raus. Insofern ist das sozusagen sogar, wenn es ein natürliches Feuer ist, tatsächlich gut für diese Wälder, wenn es dort ab und an mal brennt. Betonung, es muss natürlich ein natürlich entstandenes Feuer sein, was es eben in der Natur dann und wann mal gibt und kein künstlich gelegtes, dann regenerieren die sich wieder und brauchen tatsächlich auch diesen Boden der abgestorbenen Redwoods sozusagen. Was man noch als letztes zu den Redwoods sagen muss, als kleine Vorwarnung, wenn ihr da mal hinfahrt, ich habe dann halt direkt praktiziert, die Bäume zu umarmen, obwohl ich nicht im geringsten ein Esoteriker bin oder eine Esoterikerin. Die pieken aber echt ganz schön. Also wenn man sich dann wieder löst, dann tut das auch tatsächlich ein bisschen weh. Ja, ganz anderes Thema, genau. Vorhin waren wir bei Kurt Cobain, der eben ja ungefähr 160 Meilen von Seattle geboren und aufgewachsen ist, nämlich in der kleinen Stadt Aberdeen. Manche von euch kennen bestimmt den Nirvana-Song Under the Bridge. Und das ist die Bridge, auf die sich Nirvana bezieht. Man muss zu Kurt Cobain sagen, ich muss mal gucken, mal kurz ein weiter, ja. Kurt Cobain hat, wie wir wissen, eine ja nicht schön endende Geschichte. Was viele aber nicht wissen, ist, wie es dazu gekommen ist. Es gibt halt viele, die sagen, naja, Kurt Cobain war halt quasi einfach ein Rockmusiker, ne? Der hat zu viele Drogen genommen und irgendwann war es halt mit ihm vorbei. Aber diese Situation hat tatsächlich einen Ursprung gehabt. Kurt Cobain war eigentlich ein ganz normaler Junge als Kind. Der war unheimlich kreativ, unheimlich intelligent. Und hat, also war nicht im geringsten irgendwie anders als andere Kinder. Trotzdem hat man ihn sehr, sehr früh als Kind Ritalin verabreicht, also das, was Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom bekommen, obwohl es eigentlich keinen wirklichen Anlass gab. Wenn, dann war es halt eine Überforderung seiner Eltern mit diesem wirklich intelligenten und kreativen und produktiven Kind. Dazu noch, also auf das Ritalin drauf sozusagen, ist er nach dieser Zeit, ab so seinem 6., 7. Lebensjahr, extrem oft umgezogen zu diversen Verwandten. 12, 13 Mal ist er umgezogen, bis er halt so ja jugendlicher, junger Erwachsener war. Und das war natürlich im Grunde genommen nicht gut und trug halt einfach auch mit dazu bei, was später passiert ist, meiner Meinung nach. Das Bild rechts oben ist das Haus, in dem er halt... ja, okay. Something in the Way heißt das Lied, wo Under the Bridge drin vorkommt. Kriege ich hier gerade einen Zettel hingeschoben. Genau. Das Haus rechts ist halt nicht sein Geburtshaus, sondern das ist das Haus, in dem Kurt Cobain so als kleines Kind groß geworden ist. Unten auf dem Foto nochmal die Unterseite der Brücke. Und links das Kurt Cobain Landing, das ist eine Art kleiner Memorial Park zum Gedenken an ihn. Der Staat Washington State und auch die Stadt Seattle und auch Aberdeen verwehren im Prinzip quasi ein öffentliches Grab, wie es zum Beispiel Jim Morrison in Paris hat, weil sie eben halt einfach quasi Beschädigung und ja übermäßiges Dahinpilgern und Partyfeiern quasi verhindern wollen. Aber es gibt eben diesen Memorial Park, der wirklich sehr schön ist. Und auch Aberdeen ist wirklich sehr schön. Es war tatsächlich gar nicht mal so einfach, diese ganzen Orte zu finden. Ich habe mich an einem New York Times-Artikel orientiert, der Gott sei Dank geschrieben worden ist und der im Prinzip alle ja, Wohn- und Adressorte von Kurt Cobain aufgelistet hat, sodass man sie dann quasi einfach nur noch googeln musste, wenn man den Artikel hatte und eben aufsuchen musste.
Was witzig war, war, dass die jüngeren Leute, die zum Beispiel in McDonald's gearbeitet haben, in Aberdeen überhaupt nicht Cobain ist und dass ja, Aberdeen halt auch ein Stück weit für diesen Namen steht. Also wir haben sie gefragt und sie wussten nicht so richtig, wovon wir sprechen. Hier habe ich euch einfach nur mal Bilder mitgebracht on the road, also diese klassischen on the road Amerika-Bilder. Da sind wir jetzt auf dem Weg in den Norden, in den Olympic National Park. Der Olympic National Park ist eben das Gebiet, wo die Twilight Trilogie spielt, also sowohl die Bücher von Stephanie Meyer als auch die Kinofilme, die ab 2008 so unheimlich geboomt sind. Ihr erinnert euch mit Robert Pattinson und so weiter und so weiter. Dort ist davon die Rede, dass es eben andauernd regnet. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Bella eben mit diesem Kaktus aus Phoenix in der Hand in dieses Regenloch zieht und fortan sozusagen nur noch der Regen über sie ergossen wird. Das ist aber tatsächlich nicht so. Ja, es regnet dort, deswegen gibt es dort auch gemäßigte Regenwälder, die sich unterscheiden von tropischen Regenwäldern. Ihr seht hier Bilder davon. Es kommt aber einfach wie in Deutschland auch ein bisschen auf den Sommer an. Wir hatten das riesengroße Glück, wir waren im August da und es war so eine Art Ausnahmesommer, Jahrhundertsommer, so wie bei uns vielleicht im Jahr 2018. Und wir hatten in den ganzen 21 Tagen nicht auch nur einen einzigen Tropfen Regen im gesamten pazifischen Nordwesten. Es ist also, wie gesagt, ein bisschen Glückssache, ein bisschen ja, abhängig, was für einen Sommer man hat. Aber es ist definitiv nicht so, dass es da nur regnet. Hier sind wir jetzt schon, kommen wir jetzt schon fast zum Ende. Das ist Vancouver Island. Das sind Fotos von Vancouver Island. Vancouver Island ist für mich tatsächlich einer der schönsten Orte auf der ganzen Welt. Mein Lieblingsfoto in diesem Vortrag ist das Foto links, weil das Wasser auf der Bärenbeobachtungstour, die wir da gemacht haben, halt so samtweich aussieht auf dem Foto, als hätte man so eine Samtdecke oder so eine Satindecke ausgebreitet. Rechts auf Sie Tofino, ein Ort am Ende der Straße. Hinter Tofino kommt man nur noch mit diesem Alaska Wasserflugzeug weiter oder eben halt mit Booten. Es gibt aber keine Straßen mehr, die weiter in den Norden führen. Wenn, dann muss man eine riesige Kurve machen, um weiter in den Norden zu kommen. Aber wie gesagt, ab Tofino, also dem oberen Ende von einer Bucht, kommt man nur noch mit dem Wasserflugzeug weiter oder halt mit dem Boot. Das Ganze von oben, da sieht man es auch, vielleicht ganz schön. Die Maus habe ich jetzt natürlich nicht. Vor diesen großen Bergen, die ihr am Horizont seht, liegt der Ort Tofino und der, ja, da ist halt quasi die Straße zu Ende. Zu Tofino muss man sagen, da habe ich einen Leserbrief gelesen in der Zeitung vor Ort, ist leider einer der Orte, der durch den Tourismus ein wenig zerstört wurde. Es ist jetzt kein Massentourismus dahin gekommen, aber Tofino war, wenn man so will, lange Zeit ein Aussteigerort, wo so gut wie gar nichts war. Und mittlerweile ist es halt so ein klassischer Touristenort mit vielen Souvenirläden, vielen Restaurants, dicht geballt auf einem Ort. Und es ist einfach das ursprüngliche Flair oder der ursprüngliche Ort, so wie er mal war, der ist leider durch den Tourismus wie für immer verloren gegangen. Hierzu noch eine kurze Geschichte. Dieser nette Mann hier nennt sich Feather George. Sein Arbeitsplatz seht ihr oben rechts. Das ist der Strand, Feather George's Arbeitsplatz. Diese Begegnung war für mich quasi so ein life-changing Moment. Feather George lebt davon, dass er halt rechts unten diese Federn schnitzt und auch andere Gebilde aus Holz, also klassisches Kunsthandwerk. Und er arbeitet eben an einer Hütte direkt am Strand. Und als wir daran vorbeigekommen sind und mit ihm ein bisschen gesprochen haben, habe ich damals noch gedacht, dass das Leben halt eigentlich so einfach sein kann. Ne? Also dass man sich halt, im Prinzip muss man einfach nur mit den Händen was herstellen können, was Touristen möglicherweise gerne kaufen und dann kann man den ganzen Tag sich am Strand aufhalten und da halt seinen Arbeitsplatz haben und eben den Blick auf diese wunderschönen Wellen haben. Und wenn man sich im Umkehrschluss mal überlegt, gut,
kenne jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle arbeitet oder, aber dass man halt doch schon ganz schön viel Zeit im Leben so mit Pflichten verbringt, jetzt für den Arbeitgeber oder fürs Studium. Und für mich war das tatsächlich so ein Moment, der im Kopf bei mir was angestoßen hat, ob das wirklich so, ja, ob ich mein Leben eigentlich wirklich so leben will oder ob es eben halt auch eine native, alternative Art von Leben gibt, als eben seine Zeit im Büro zu verbringen. Vancouver kann ich leider nicht mehr so viele Fotos mitbringen. Ich mache aber auf meinem Instagram jetzt mit Vancouver-Fotos weiter. Vancouver ist halt so eine Stadt, die einen auch total wegfegt. Die hat halt auf der einen Seite Meer, auf der anderen Seite Berge. Gerade im Winter ist das eine total coole Kulisse, weil auf den Bergen dann halt Schnee liegt. Ihr seht links auf dem Foto zum Beispiel eine schwimmende Tankstelle. Also Vancouver ist halt auch so eine Stadt, wo man Dinge entdeckt, die man nicht erwartet. Rechts sind Totempfähle zu sehen. Das sind die Kunst der First Nations, die eben in Vancouver zu besichtigen sind. Ja, das war es sogar auch schon. Der pazifische Nordwesten war meine letzte Fernreise. Die nächste sollte eigentlich dieses Jahr stattfinden. Juhu, wir werden sie jetzt verschieben. Nachdem wir da gewesen sind, konnte ich daraus 12 ganze Geschichten schreiben. Also ich habe im ganzen Jahr darauf habe ich eigentlich am Wochenende nichts anderes gemacht, als in 12 Abschnitten einzelne Geschichten dieser Reise aufzuschreiben. So ergiebig war das und so viel haben wir halt erlebt und so viel Unterschiedliches haben wir halt erlebt. Ja, und das war mein Vortrag. Ja, vielen lieben Dank.